Ja, ich habe mich heute ganz spontan dazu entschlossen, hier beim Revierguide von der wundervollen Trail-Zeitschrift mitzumachen. Und das bei dem Wintereinbruch hier. Es schneit Ende April, unfassbar. Macht aber Spaß. So, wir laufen hier im Siebengebirge mit dem Revierguide. Circa 20 Kilometer, etwa 1200 Höhenmeter, habe ich gehört. Geht schon ordentlich rauf und runter. Und neben mir läuft der Dennis Wisniewski. Richtig ausgesprochen? Wisniewski. Der organisiert das Ganze hier und ist auch der Herausgeber der wunderbaren Laufzeitschrift Trail. Ja. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Du, seit wann gibt es denn den Revierguide und wie regelmäßig findet der statt? Den Revierguide gibt es seit. Eigentlich seit es das Magazin gibt, mit der ersten Ausgabe, das war 2012. Und das dürfte jetzt hier im Siebengebirge der, boah, mich nicht lügen, der 27. oder 28. Revierguide ist das. Wow. Findet quasi alle zwei Monate, sechsmal im Jahr statt. Also mit jedem Heft. Ja, okay. Genau. Ja, siehst du, das ist ordentlich. Und dann in ganz Deutschland verteilt. Ja, also. Ich glaube, die letzten 4-5 Jahre haben wir jetzt so ziemlich alles abgegrast, was es zumindest so an Mittelgebirge und Erhöhungen in Deutschland gibt. Aber man findet natürlich immer wieder trotzdem neue Stellen. Und ja, ich habe eine unendliche Story im Revierguide. Ich habe gelesen, ihr wart sogar in Hamburg. Da rechnet man ja auch nicht mit, dass man da irgendwie großartig Trail laufen kann. Aber ja, ging aber ganz toll und muss man ein bisschen rausfahren. Eine halbe Stunde und dann geht es auch in Hamburg. Und was ist eure Intention? Wieso macht ihr das? Ich glaube, man trifft mit sowas schon auch den Zeitgeist. Ja. Ja, viele Leute finden das Laufen auf der Straße vielleicht nicht mehr so spannend. Und es ist halt was sehr Soziales, im Gelände zusammen zu laufen. Vielleicht eine Sache, die man so in der Gruppe auf der Straße nicht hinbekommt. Ich glaube, für viele ist es tatsächlich eine neue Erfahrung, in so einer großen Gruppe zusammen zu laufen. Also ohne Leistungsdruck, wie bei einem Wettkampf. Also die Intention ist auch, Leute zum Trail zu bringen, beziehungsweise Leute, die schon Trail laufen, die, damit die nicht immer alleine durch den Wald rennen, müssen auch mal neue Leute kennenlernen und sowas. Also grundsätzlich ist es einfach mal natürlich ein Service vom Magazin an den Leser, dass wir mit unseren Lesern halt laufen. Und es ist halt auch viel entstanden durch die Revierguides die letzten Jahre. Da hat sich schon eine Community gebildet und viele Leute, die sich jetzt hier kennenlernen, verabreden sich ja auch wieder zu Sachen. Das ist ein Schneeball-Effekt. Ja. Aber ich finde es ganz toll, was da entstanden ist. Ich finde auch super. Ich bin jetzt das erste Mal dabei. Ja. Ich finde es auch klasse, dass ihr es so in Gruppen unterteilt. Da kann jeder sich so in sein Leistungsspektrum einordnen. Ja. Nee, macht richtig Spaß auf jeden Fall. Trail Magazin. Was macht das besonders? Warum? Also der Name sagt ja, passt es. Gibt es noch andere Trail-Zeitschriften überhaupt? Also in Deutschland? Nein, in Deutschland gibt es keine. Also Leute. Keine Laufzeitschrift für Trailrunning ist die einzige. Aber international gesehen gibt es natürlich viele, viele Zeitschriften mit so einem Inhalt und so einem Fokus. Ich glaube allein in Frankreich
gibt wahrscheinlich 5 solcher Magazine. Und die sind natürlich nicht so wie Stram. Ja, auf keinen Fall. Ihr seid ja auch weltweit unterwegs, habt immer super Bilder drin und so. Ja. Und Testberichte, alles, was ja. der Leser so braucht. Und du persönlich, hast du so viele Ziele? Ich hab ja ein Interview von dir gehört bei Fat Boys Run. Ah, genau. Da habe ich was sehr Spannendes gehört. So, jetzt geht es das nämlich nicht jetzt, mehr, weil jetzt ist der Weg zu schmal. Dann machen wir Pause. Eine Frage, die letzte Frage, die machen wir gleich. Nee, guck mal, geht. Oder? Geht. Geht. Ah, geht. Also, davon will ich jetzt kurz wenigstens, was du davor hast. Finde ich sehr spannend. Ah, okay. Ja, genau. Ich glaube, also, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich laufe am 12. Juni in München los. Ach, 12. Juni, schon ist ja bald. Ja, ist bald. Okay. Und laufe dann nach Istanbul. Boah. Durch den Balkan. Die Flüchtlingsroute teilweise. Aha. Und ich gebe mir so ein Zeitfenster von 50 Tagen. Was bedeutet, dass ich ja doch so 45, 50 Kilometer am Tag laufen muss, um das zu schaffen. Ja. Oh, Respekt. Ja, und genau. Ein Filmteam ist dabei und es entsteht eine schöne Dokumentation, hoffe ich. Schön. Und im Trail, in der Zeitschrift wird er wahrscheinlich auch darüber berichten. Ja, ich denke, ein Buch kommt irgendwann mal dabei noch raus. Ja. Aber vorausgesetzt, das funktioniert halt also, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja. Ja, ich habe sowas in ganz klein vor. Von meinem Elternhaus zu meinem Heimatort. Das sind 180 Kilometer, ist also eine andere Kategorie, aber. Kommt immer drauf an, wie man sich sowas einteilt. Wenn du sowas auf 2-mal läufst oder auf 3-mal, dann ist es ja auch. Ja, 3-4 Mal habe ich gedacht. Mal gucken. Eine ordentliche Tagesdistanz. Ja. Gut, aber es ist halt nach 3-4 Tagen zu Ende und du läufst halt. Wie viel hast du gesagt? 50. Aber ich glaube, ich mache das vielleicht auch schon ein bisschen länger als du. Durchaus. Und ist ja immer so eine Entwicklung, oder? Ja. So was, man macht es ja nicht jetzt so aus dem Stegreif. Ja, super. Die letzten Jahre ja schon längere Sachen gemacht. Und, aber ich habe keine Garantie, dass ich das schaffe. Also, ich bin weit davon entfernt. Ich bin gespannt. Ja. Also, vielen Dank, Dennis. Tschüss. Kommt zu den Revierguides, macht richtig Spaß, kauft euch die Trail. Das war Nobs Drift mit Dennis Wisniewski. Gutes Schlusswort. Danke. Ich danke dir.